Du kannst mal eine Rollbox nehmen und da hinten die Säcke herholen. Mm. Ja, ja. Dummheiten hast du im Kopf, ja. Läuft bei dir. Mit ihrem 40 Jahre alten LKW sind Peter und Walter Vollmer täglich unterwegs. Gib mir mal die Zeitung mal auf. Ja. Hier, Papi. Wer ist das? Papi. Nein, nein, nein. Die beiden verdienen ihr Geld mit dem Einsammeln von Altpapier und Pappe. Papi! Du sollst nicht Papi sagen. Du weißt genau, wie ich heiße. Da kommen die Leute immer an, auf der Straße fahren. Ihr Sohn kann aber schön mitnehmen. Ich sage, da ist nicht mein Sohn, das ist mein jüngster Bruder. Aber hat sich letzte Zeit so angewöhnt. Haupteinsatzort, die Innenstadt von Osnabrück. Hier fällt massenhaft Altpapier an, das die Vollmers dann weiterverarbeiten und an eine große Papierfabrik verkaufen. Du kannst aufsteigen, mithelfen. Alle da? Ja, komm mal her. Alle. Walter ist 79, sein jüngerer Bruder Peter 63. Seit fast 50 Jahren sind die beiden zusammen unterwegs. Wir sehen zu, dass wir einigermaßen gesund leben. Dann geht das. Ich habe früher Sport getrieben, Leichtathletik. Und Rad gefahren. Und Paddelboot gehabt. Heute heißt das Fitnessprogramm ausschließlich frische Luft und ganz viel Papier sammeln. Die auf dem Sofa setzen, Fernsehen gucken. Total verkehrt. Peter, wie läufst du denn wieder rum? Musst du deine Hose zumachen? Hast du das vergessen? So. Komm her. Ganz alleine. Er ist letzte Zeit vergesslich geworden. Und schwerhörig. Aber es sind alles Erscheinungen, kann man nichts mehr machen. Peter hat das Down-Syndrom. Dass er damit jetzt kurz vor seinem 64. Geburtstag steht, hätte vor Jahren kaum einer geglaubt. Hier, hol die Sackkarre. Peter, hol die Sackkarre. Da. Hallo, geil. Ja. Und Pichel auch. Er ist sehr kontaktfreudig, ne? Und das hat ihn ja auch genützt, deswegen ist er ja auch so alt geworden. Nicht? Wenn Sie bedenken, diese Menschen, diese behinderten Menschen, die wurden früher versteckt und wurden 30 Jahre alt oder später 40 oder 50 und dann war es auch meist vorbei. Nicht? Na? Peter, nur zwei nehmen, nimm den oben runter. Also, ein bisschen auch. Das ist zu viel. Peter ist einer von 50.000 Menschen in Deutschland, die das Down-Syndrom haben. Ein angeborener Fehler im Erbgut. Peter hat Glück, dass er mit seinen 63 Jahren noch so agil ist. Rund die Hälfte aller Menschen mit Down-Syndrom leiden unter einem Herzfehler. Viele haben schon als Kind Sehstörungen. Auch Leukämie tritt bis zu 20 Mal häufiger auf als bei gesunden Menschen. Sein Bruder Walter hat sich sein Leben lang um ihn gekümmert. So, komm her. Ich stehe auf dem Standpunkt. Es gibt geschriebene und ungeschriebene Gesetze. Und zu den ungeschriebenen Gesetzen gehört, dass wir den nächsten Verwandten, wie Eltern, Brüder, Schwestern, Kinder, wenn die Hilfe brauchen, dass man denen hilft. Und zwar ohne lange zu fragen. Oder was kriege ich dafür? Wegen Peter hat Walter nie geheiratet. Keine Frau wollte sich auf den behinderten Bruder einlassen.
Es ist ganz klar, wenn man einen Kranken oder Behinderten oder einen alten Menschen in der Familie betreut, nicht, dass das auf Kosten des Privatlebens und der Freizeit geht. Das ist ganz klar. Nicht. Walter hat sich damit abgefunden. Er fühlt sich für Peter verantwortlich. Mitten in der Fußgängerzone wird erst einmal gefrühstückt. Eins der täglichen Rituale. Immer Butterbrot. Ich nehme immer Schwarzbrot und eine Scheibe Schwarzbrot, eine Scheibe Korinthenbrot und dann Käse drauf. Ne? Und Peter hat Butterbrot mit Leberwurst. Ne? Ich trinke Tee, ja, er trinkt auch Tee. Ne? Das muss sein. Ne? Man kann nicht mit hungrigen Magen kann man nicht arbeiten. Das geht nicht. Während für Walter die Arbeit ruft, dreht Peter seine gewohnte Runde durch die Geschäfte. Na, da bringst du ja super Wetter mit heute, ne? Ja, alles gut? Ja. Bei dem Wetter immer, ne? Ja. Aha, gut. Und jetzt die Sonnenbrille sauber machen, ne? Ja, hier ist die Brille. Ja, hier. Schön. Guck, jetzt ist deine Brille gleich fertig. Genau, die erste ist schon fertig hier. Durch. Tschüss. So, die erste ist schon sauber, ne? So, passt. Walter hat heute noch einiges zu organisieren. Denn morgen ist ein ganz besonderer Tag. Ja, Mittwoch. Ja, klar, und Peters Geburtstag. Ne? Walter plant eine Geburtstagsüberraschung für den kleinen Bruder. Details werden aber heute noch nicht verraten. Voll ab im Trend. Schick, schick. Wow. Mensch, Peter. Läuft bei dir. Super. Sehr schick. Super aus. Du bist ein Clown. Oh Mann. Hervorragend. Ich zeig ab. Am Hohle, Mann. Die Innenstadt ist für heute altpapierfrei. Weiter geht es in die Außengebiete. Für die Vollmers hat der Job eine lange Tradition. Schon der Großvater verdiente sein Geld mit dem Handel von Pappe und Papier. Brille brauchst du nicht, Peter. Handschuhe. Der nächste Kunde, ein großer Supermarkt. Seit 1982 kommen Walter und Peter hier regelmäßig vorbei. Peter ist nie zur Schule gegangen. Damals wurden Menschen mit Down-Syndrom noch nicht gefördert. In einer Werkstatt für behinderte Menschen fühlte er sich nicht wohl. Blöd dort, so seine Meinung nach nur einem Tag. Jo. Wieder. Ja. Okay, das ist okay. Reicht. Ja. Du kannst sie da hinten einhaken. Hast du deinen Beutel schon? Ja. Wo liegt der denn? Hat Walter den? Da, komm mal da. Ja, ich schau mal eben nach. Köke, Ballack. Wir kommen ja immer von uns ein Lunchbucky. Das ist so ein Ritual. Kleine Tüte, ein Joghurt, ein bisschen was zu trinken. Und was er am liebsten mag, so irgendwann in der Mittagszeit, ist ein kleiner Bohnenkamp. Rituale, die Peter den Alltag erleichtern. Denn in gewohntem Umfeld fühlt er sich am wohlsten. Doch das Wichtigste ist der große Bruder. Weißt du,
Ja, ich hoffe, dass Walter noch fit bleibt. Er ist ja längst über das Rentenalter hinausgewachsen. Aber ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird er noch für uns zuständig sein dürfen. Ich bin da viel lieber unterwegs, als dass ich da am Schreibtisch sitze und gucke aus dem Fenster. Was sehe ich dann von der Welt? Nix. So. Güte habt ihr? Wunderbar. Das war der erste Streich. So. Hab ich? Ja. So, komm her. Ja. Weiter geht's. Na, Göcke. Munter bleiben. Ja. Bis nächste Woche. Voll beladen geht es zurück nach Hause, nach Bad Bergen. Es ist wieder später Mittag geworden. Die Schwestern Heide und Eva haben das Essen bereits vorbereitet, so wie jeden Tag. Die beiden helfen, wo sie nur können. Sie kochen und machen den Haushalt, um den Brüdern den Alltag zu erleichtern. Peter ist beim Essen wählerisch, lieber süß statt Eintopf. Nein. Nur ein bisschen. Nein. Peter, nur ein ganz bisschen. Die. Das willst du essen? Ja. Und kein Gemüse? Nee. Peter, das ist ein ganz klarer Fall. So. Es werden alle Wünsche erfüllt. Bitte. So, wo wolltest du es jetzt hin haben? Ja, das mal auf dem runden Tisch. An dem runden Tisch willst du jetzt. Während Peter bereits den Feierabend genießt, muss Walter noch mal ran. Pappe abladen und zu Ballen pressen. Rund 100 Euro pro Tonne bekommen die Brüder für das Altpapier. Den Hof mit den Hallen haben sie vor 30 Jahren gekauft. Damals lief das Geschäft mit dem Papier noch deutlich besser. Damals waren aber auch die Maschinen noch neu und die Energiekosten wesentlich geringer. Doch stöhnen hört man einen Vollmann nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bedauere nur die reichen Leute. Die haben ja keinen Hunger mehr. Die haben ja keinen Appetit. Die können sich alles leisten, ja. Und wissen vor Langeweile nicht, was anfangen sollen. Und wenn sie irgendwo hingehen, die Gesellschaft, die Leute, die da sind, die kennen sie sowieso schon alle. Es kann am Tage meinetwegen alles sein. Ob das heiß ist oder kalt oder trocken oder nass, ob es regnet oder Sonne scheint, ob sauber oder dreckig, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber eins darf es mit Sicherheit nicht sein, es darf nicht langweilig sein. Das tötet den Verstand und den Menschen. Eine 50- bis 60-Stunden-Woche und das mit fast 80 Jahren. Dabei ist er nicht mal darauf angewiesen, denn Walter bekommt Rente und hat auch sonst finanziell vorgesorgt. So, Ende der Vorstellung. Schluss. Und Olaf. Frech, Maul. Wer war denn frech? Eva oder Heide? Hä? Wer war frech? Eva oder Heide? Heide da. Heide war frech? Ja, das sind Frauen, da kannst du nichts mehr machen. Blöd. Die wollen reden. Wenn die nicht reden können, sind sie nicht gesund. Aber abgesehen davon, Männer reden auch viel und gern. Ich habe hinter meinen rauen Äußeren, was ich manchmal auch habe, ne, aber nicht zeige, habe ich immer noch ein weiches Herz. Ne. Das darf man aber heute nicht haben. Jedenfalls nicht zeigen. Ich, aber auf jeden Fall wollte ich nicht zulassen, dass der Peter in den Heim abgeschoben wird. Kuckel! Was ist denn? Ein Biest! Wo ist ein Biest? Ja, blöd! Wo ist ein Biest? Da hier, da! Da ist ein Biest? Ja, ein Frei, ein Bissel! Und bissig? Ja! Na ja, auf jeden Fall, das wollte ich nicht zulassen. Dann würde er schon gar nicht mehr leben. Und ohne ich! Und Pat! Was passt? Du! Du, ich und du. Ja. Wir beiden passen zusammen. Ja, schön. Ja.
der Mensch auf andere Gedanken kommt. Der nächste Morgen. Peters Geburtstag. In Sachen Geschenke muss er sich noch etwas gedulden. Wie jeden Tag sind die Vollmars seit 5:30 auf den Beinen. Ich gehe morgens immer einmal drum zu und gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist wichtig. LKW und Anhänger sind anfällig für Reparaturen. Doch Walter und Peter haben einen Faible für Oldtimer. Denn Sicherheit ist oberstes Gebot auf der Straße. Aha, hier habe ich schon den ersten Punkt gefunden. Die dürfen hier nicht liegen bleiben. Zum Fuhrpark gehören insgesamt 5 LKW, alle aus den 70er Jahren, alle mit Mercedes-Stern. Für heute gibt's nichts weiter zu beanstanden. So, aber nun fangen wir an. Drei Container plus Anhänger muss der Oldtimer ziehen, schluckt dabei mindestens 30 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Wieder ein großer Kostenpunkt. Aber Walter liebt seinen LKW. Für kein Geld der Welt würde er auf einen modernen Bock umsatteln. Robuste Technik statt Schnelligkeit. Es ist ganz klar, mit einem alten Wagen, einem sogenannten Oldtimer, die früher nicht so auf Schnelligkeit getrimmt waren, dass sie von den modernen LKW, die wesentlich schneller fahren können und auch tun, dass sie überholt werden. Aber das macht mir nichts. Wenn ich nicht so schnell fahre, kann ich einmal nach links, einmal nach rechts gucken und ich kann mir alle Sachen, die mich interessieren, durch den Kopf gehen lassen. Wenn die schnell fahren, dann müsste ich nur auf den Straße konzentrieren. Die Kartons müssen heute noch etwas warten. Denn zunächst gibt's für Peter die erste kleine Geburtstagsüberraschung. Ihr möchtet ein Buch abholen? Weil er nämlich heute Geburtstag hat. Alles klar. So, habe ich reservieren lassen für Vollmar. Ja. 19,95 Euro, bitte. Ja. So, Peter, komm her. Wo ist er geblieben? Weggelaufen. Peter. Ich habe schon einmal meine. Oh. Jetzt will ich ihm ein Buch übergeben, dann ist er weg. Wiederholen. Moment. Ja. Ich kann ja schon mal bezahlen. Ja, ja, Falle. Ja, komm, ich will dir das Buch geben. Komm. Hier gleich sofort. So, mein Lieber. So. Alles wieder klar. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ich will sagen, bis morgen. Ja. Bis morgen, ne? Jo, macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, komm her. Komm her, jetzt kommt das Buch. Komm her. Und werd nicht albern. Blöde Frau, blöd. Ich hatte hier ein Buch liegen lassen, war eingepackt als Geschenk. Welches Buch? Auf welchem Namen war das denn? Vollmar. Vollmar? Da liegt es, da links. Hier? Ja. So. Eine Tüte noch dafür? Bitte? Eine Tüte? Oder geht das nicht? Nein, warum nicht? Warum nicht? So, Peter. Ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ah, ne? Und hier hast du ein schönes Buch über LKW. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und Natalie. So. Tschüss. So, bis dann. Oh, Dinner. Oh, Kaffee.
Jetzt geht's weiter. Der eine muss schuften, der andere lässt sich feiern. Alles Gute zum Geburtstag. Du hast ein tolles Buch gekriegt. Ja. Super. Und hast du ein bisschen neugierig? Musst du reingucken? Ja. Mhm. Du, oh, und du bist auch so. Aber du feierst heute richtig Geburtstag, ne? Ja, gut. Kommst du ja. ins Fernsehen? Ja. Ja, du hast es gut. Ah! Na? Hi Peter! Ja, ihr Lieben. Alles gut bei dir? Ja. Hallo! Na? Alles Gute! Ja? Jo! Walter wäre gern Historiker geworden. Doch wegen Peter ist sein Leben anders verlaufen als geplant. Denn eigentlich wollte er mal auswandern nach Südamerika. Das ist mein jüngster Bruder. Da ich der Älteste war, durfte ich zu Hause bleiben. Meine anderen beiden Brüder sind gegangen. Und die vier Schwestern sowieso, die mussten alle heiraten. Ich komme, ich komme. Wissen Sie, wer heute ebenfalls Geburtstag hat? Helene Fischer. So, komm her. So. Den leicht schon mal noch einen drauf. Ja? Ja. Sogar am Geburtstag sind die Vollmers im Dienst. Und? Was ist dabei? Das ist doch unser Freizeitvergnügen. Man muss seinen Beruf zu seinem Hobby machen. Dann macht es auch Spaß. Ne? Was sollen wir zu Hause sitzen, auf dem Fenster gucken oder im Fernsehapparat? Unterwegs ist doch viel interessanter. Auf der Straße, nirgends kann es schöner sein. Oh. Was ist denn? Ja. Was ist? Ach so, Brille natürlich. Totschick. Schlaue Ohren. Nein, die Ohren bleiben heute dran. Die letzte Station vor der großen Geburtstagsüberraschung. So ist mein Co-Pilot. Trinkt schon wieder Kaffee. Kaffeetante. Happy Birthday to you. Bitteschön. Und jetzt bitte einmal auspusten, Geburtstagskind. Ich habe schon oft genug gesagt, wenn der nicht behindert wäre, der wäre gar nicht mehr bei uns. Der hätte schon lange gesagt, hier mein Geld her, Porsche und weg. So einer ist das. Hat überall seine Freundin. Jeden Laden. In jeden Laden. So, Peter, bist du fertig? Hallo, Rock. Ob du fertig bist, wir wollen weiter. Nee. Wir wollen nach einem Automuseum hin. Warum? Ja, gucken, viele alte Autos. Ja. Und da ist die Frau von der Duscho, die kennt dich auch. Da haben wir schon mal Kaffee getrunken. Da? Ja. Ich muss ihn leicht schmackhaft machen. Dein Portemonnaie. Dein großes Portemonnaie. Mensch, Peter. Das große Geheimnis ist gelüftet. Walter hat einen Geburtstagsbesuch im Automuseum in Melle organisiert. Museumschef Heiner Rössler erwartet die Brüder mit einer besonderen Überraschung. Und wir suchen uns gleich mal ein tolles Auto aus. Bitte? Wir suchen uns gleich ein tolles Auto aus und fahren eine Runde damit. Ja. Nicht? Können wir ja aus dem Museum. Schönen großen Mercedes. Noch was Besseres. Was denn? Packer. Packer? Ja, Mercedes hätten wir auch, aber der Packer ist besser. Ja? 12-Zylinder Packer von 1916. Er ist 64 geworden. Ah, ja. Ach, mein Bayer! Ich hab ihn bei Werner.
dicke Kuh gekauft natürlich, oder LKW. Ja, super. Ja, danke. Ja, ja, ja. Guten Appetit. Danke. Gut, Peter. So. Mensch, ah! Als erstes Mercedes. Ja, mein Vater. Ja. 12:13. Ja. So. Hey, da. Hey, wo geht's? Was bin ich? Sorry. Mal. Ja. Wir sind im Melle im Automuseum, das ist auf dem Hof im Schatten. Wir gucken uns das dicke Buch mit den alten Autos. Bitte? Ja, das kann wohl so werden. Ja. Ich gebe dir mal den Peter. Zwei von meinen vier Schwestern. Ah! Ah! Ja, Liebe! So. Ja, Angelei! Ja, du süß! Tempo. Ja! Ja, du Liebe, meine arme Liebe, ja, Maki. Du spinnst mal nicht so wie rum. Ja, und brav, und bei Kindern, gut. Ist noch einer da? Was? Ja, ich bin noch hier. Hey, hallo, doof, ne? Super! Papi! Ja, gut. Super! Bitte nicht so laut. Die Geburtstagsüberraschung für Peter und auch Walter ein voller Erfolg. Ich mache die Hauptarbeit und dann sage ich Peter hier. Hol mal das und bring mal das wieder weg und so weiter. Das macht er ja auch, ne? Das kennt er ja auch, ne? Aber eins habe ich von ihm gelernt, mich in Geduld zu fassen. Ich war früher nicht so geduldig. Im Gegenteil, ich war ein ziemlich Raubein, nicht? Aber ich habe von ihm gelernt, sich in Geduld zu fassen, nicht? Mit guten Zureden erreicht man mehr als mit Schimpfen oder so irgendwas, nicht? Hab ich. Du sollst nicht Papi sagen. Du weißt genau, wie ich heiße. Ja. Weiter geht's. Ja, Göckel. Runterbleiben. Ja. Bis nächste Woche. Voll beladen geht es zurück nach Hause, nach Bad Bergen. Es ist wieder später Mittag geworden. Die Schwestern Heide und Eva haben das Essen bereits vorbereitet, so wie jeden Tag. Die beiden helfen, wo sie nur können. Sie kochen und machen den Haushalt, um den Brüdern den Alltag zu erleichtern. Peter ist beim Essen wählerisch, lieber süß statt Eintopf. Ganz bisschen. Die. Das willst du essen? Ja. Und kein Gemüse? Nee. Peter, das ist ein ganz klarer Fall. So. Es werden alle Wünsche erfüllt. Bitte. So, wo wolltest du es jetzt hin haben? Ja, das mal auf dem runden Tisch. An dem runden Tisch willst du es jetzt. Während Peter bereits den Feierabend genießt, muss Walter noch mal ran. Pappe abladen und zu Ballen pressen. Rund 100 Euro pro Tonne bekommen die Brüder für das Altpapier. Den Hof mit den Hallen haben sie vor 30 Jahren gekauft.
Damals lief das Geschäft mit dem Papier noch deutlich besser. Damals waren aber auch die Maschinen noch neu und die Energiekosten wesentlich geringer. Doch stöhnen hört man einen Vollmann nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bedauere nur die reichen Leute. Die haben ja keinen Hunger mehr. Die haben auch keinen Appetit. Die können sich alles leisten, ja. Und wissen vor Langeweile nicht, was anfangen sollen. Und wenn sie irgendwo hingehen, die Gesellschaft, die Leute, die da sind, die kennen sie sowieso schon alle. Es kann am Tage meinetwegen alles sein. Ob das heiß ist oder kalt oder trocken oder nass, ob es regnet oder Sonne scheint. Ob sauber oder dreckig, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber eins darf es mit Sicherheit nicht sein. Es darf nicht langweilig sein. Das tötet. Das tötet den Verstand und den Menschen. Eine 50- bis 60-Stunden-Woche und das mit fast 80 Jahren. Dabei ist er nicht mal darauf angewiesen, denn Walter bekommt Rente und hat auch sonst finanziell vorgesorgt. So, Ende der Vorstellung. Schluss. Und Olaf. Frech, Maul. Wir waren frech. Eva oder Heide? Hä? Wer war frech? Eva oder Heide? Heide da. Heide war frech? Ja, das sind Frauen, da kannst du nichts mehr machen. Blöd! Die wollen reden. Wenn die nicht reden können, sind die nicht gesund. Aber abgesehen davon, Männer reden auch viel und gern. Ich habe hinter meinen rauen Äußeren, was ich manchmal auch habe, ne, aber nicht zeige, habe ich immer noch ein weiches Herz. Ne. Das darf man aber heute nicht haben. Jedenfalls nicht zeigen. Nee, aber auf jeden Fall wollte ich nicht zulassen, dass der Peter in den Heim abgeschoben wird. Gucke! Was ist denn? Ein Biest! Wo ist ein Biest? Ja, blöd! Wo ist ein Biest? Da hier, da. Da ist ein Biest? Ja, ein Frei, ein Bissel. Und Bissig? Ja. Na ja, auf jeden Fall, das wollte ich nicht zulassen. Dann würde er schon gar nicht mehr leben. Und du, ich. Und Bad. Was passt? Du. Du, ich und du. Ja. Wir beiden passen zusammen. Ja, schön. Auf andere Gedanken kommen. Der nächste Morgen. Peters Geburtstag. In Sachen Geschenke muss er sich noch etwas gedulden. Wie jeden Tag sind die Vollmars seit 5:30 auf den Beinen. Ich gehe morgens immer einmal drum zu, um gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist wichtig. LKW und Anhänger sind anfällig für Reparaturen. Doch Walter und Peter haben einen Faible für Oldtimer. Denn Sicherheit ist oberstes Gebot auf der Straße. Aha. Hier habe ich schon den ersten Punkt gefunden. Die dürfen hier nicht liegen bleiben. Zum Fuhrpark gehören insgesamt 5 LKW. Alle aus den 70er Jahren. Alle mit Mercedes-Stern. Für heute gibt's nichts weiter zu beanstanden. So, aber nun fangen wir an. Drei Container plus Anhänger muss der Oldtimer ziehen. Schluckt dabei mindestens 30 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Wieder ein großer Kostenpunkt. Aber Walter liebt seinen LKW. Für kein Geld der Welt würde er auf einen modernen Bock umsatteln. Robuste Technik statt Schnelligkeit.
ist es ganz klar. Mit einem alten Wagen, einem sogenannten Oldtimer, die früher nicht so auf Schnelligkeit getrimmt waren, dass sie von dem modernen LKW, die wesentlich schneller fahren können und auch tun, dass sie überholt werden. Voll ab im Trend. Schick. Wow. Mensch, Peter. Läuft bei dir. Super. Sehr schick. Super aus. Du bist ein Clown. Oh Mann. Hervorragend. Ein Tag abfahren. Am Hohlemann. Kein Ding. Die Innenstadt ist für heute altpapierfrei. Weiter geht es in die Außengebiete. Für die Vollmers hat der Job eine lange Tradition. Schon der Großvater verdiente sein Geld mit dem Handel von Pappe und Papier. Brille brauchst du nicht wieder. Handschuhe. Der nächste Kunde, ein großer Supermarkt. Seit 1982 kommen Walter und Peter hier regelmäßig vorbei. Peter ist nie zur Schule gegangen. Damals wurden Menschen mit Down-Syndrom noch nicht gefördert. In einer Werkstatt für behinderte Menschen fühlte er sich nicht wohl. Blöd dort, so seiner Meinung nach nur einem Tag. Jo. Ja. Hast du deinen Beutel schon? Ja. Wo liegt der denn? Hat Walter den? Da, komm mal da. Ja, ich schau mal eben nach. Eine Küche, Ballack. So, wir kommen ja immer von uns ein Lunchbucky. Das ist so ein Ritual. Kleine Tüte, ein Joghurt, ein bisschen was zu trinken. Und was er am liebsten mag, so irgendwann in der Mittagszeit, ist ein kleiner Bohnenkamp. Rituale, die Peter den Alltag erleichtern. Denn in gewohntem Umfeld fühlt er sich am wohlsten. Doch das Wichtigste ist der große Bruder. Ja, ich hoffe, dass Walter noch fit bleibt. Er ist ja längst über das Rentenalter hinausgewachsen. Aber ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird er noch für uns zuständig sein dürfen. Ich bin doch viel lieber unterwegs, als dass ich da am Schreibtisch sitze und gucke aus dem Fenster. Was sehe ich dann von der Welt? Nix. So. Tüte habt ihr? Wunderbar. Das war der erste Streich. So. Hobby? Ja. So, komm her. Du kannst mal eine Rollbox nehmen und da hinten die Säcke herholen. Mm. Ja, ja. Dummheiten hast du im Kopf, ja. Läuft bei dir. Mit ihrem 40 Jahre alten LKW sind Peter und Walter Vollmer täglich unterwegs. Ja, du machst die Zeitung mal auf. Ja. Hier, Papi. Wer ist das? Papi. Nein. Die beiden verdienen ihr Geld mit dem Einsammeln von Altpapier und Pappe. Papi!
Du sollst nicht Papi sagen. Du weißt genau, wie ich heiße. Da kommen die Leute immer an, auf der Straße fahren. Der Sohn kann aber schön mithelfen. Ich sage, da ist nicht mein Sohn, das ist mein jüngster Bruder. Aber hat sich letzte Zeit so angewöhnt. Haupteinsatzort, die Innenstadt von Osnabrück. Hier fällt massenhaft Altpapier an, das die Vollmers dann weiterverarbeiten und an eine große Papierfabrik verkaufen. Du kannst aufsteigen, mithelfen. Alle da? Ja, komm mal her. Alle. Walter ist 79, sein jüngerer Bruder Peter 63. Seit fast 50 Jahren sind die beiden zusammen unterwegs. Wir sehen zu, dass wir einigermaßen gesund leben. Dann geht das. Ich habe früher Sport getrieben, Leichtathletik. Und Rad gefahren. Und Paddelboot gehabt. Heute heißt das Fitnessprogramm ausschließlich frische Luft und ganz viel Papier sammeln. Dich auf dem Sofa setzen, Fernsehen gucken. Total verkehrt. Peter, wie läufst du denn wieder rum? Du musst deine Hose zumachen. Hast du das vergessen? So. Komm her. Ganz alleine. Er ist letzte Zeit vergesslich geworden. Und schwerhörig. Aber es sind alles Erscheinungen, kann man nichts mehr machen. Peter hat das Down-Syndrom. Dass er damit jetzt kurz vor seinem 64. Geburtstag steht, hätte vor Jahren kaum einer geglaubt. Hier, hol die Sackkarre. Peter, hol die Sackkarre. Da. Hallo, geil. Ja. Ein bisschen auch. Jetzt ist er kontaktfreudig, ne? Und das hat ihn ja auch genützt, deswegen ist er ja auch so alt geworden. Nicht? Wenn Sie bedenken, diese Menschen, diese behinderten Menschen, die wurden früher versteckt und wurden 30 Jahre alt oder später 40 oder 50 und dann war es auch meist vorbei. Nicht? Na? Peter, nur zwei nehmen, nimm den oben runter. Also, ein bisschen auch. Das ist zu viel. Peter ist einer von 50.000 Menschen in Deutschland, die das Down-Syndrom haben. Ein angeborener Fehler im Erbgut. Peter hat Glück, dass er mit seinen 63 Jahren noch so agil ist. Rund die Hälfte aller Menschen mit Down-Syndrom leiden unter einem Herzfehler. Viele haben schon als Kind Sehstörungen. Auch Leukämie tritt bis zu 20 Mal häufiger auf als bei gesunden Menschen. Sein Bruder Walter hat sich sein Leben lang um ihn gekümmert. So, komm her. Ich stehe auf dem Standpunkt. Es gibt geschriebene und ungeschriebene Gesetze. Und zu den ungeschriebenen Gesetzen gehört, dass wir den nächsten Verwandten, wie Eltern, Brüder, Schwestern, Kinder, wenn die Hilfe brauchen, dass man denen hilft. Und zwar ohne lange zu fragen. Oder was kriege ich dafür? Wegen Peter hat Walter nie geheiratet. Keine Frau wollte sich auf den behinderten Bruder einlassen. Es ist ganz klar, wenn man einen Kranken oder Behinderten oder einen alten Menschen in der Familie betreut, nicht, dass das auf Kosten des Privatlebens und der Freizeit geht. Das ist ganz klar. Nicht. Walter hat sich damit abgefunden. Er fühlt sich für Peter verantwortlich. Mitten in der Fußgängerzone wird erst einmal gefrühstückt. Eins der täglichen Rituale. Immer Butterbrot. Ich nehme immer Schwarzbrot und eine Scheibe Schwarzbrot und eine Scheibe Korinthenbrot und dann Käse drauf. Ne? Und Peter hat Butterbrot mit Leberwurst. Ne? Ich trinke Tee, ja, er trinkt auch Tee. Ne? Das muss sein. Ne? Man kann nicht mit hungrigen Magen kann man nicht arbeiten. Das geht nicht.
Während für Walter die Arbeit ruft, dreht Peter seine gewohnte Runde durch die Geschäfte. Na, da bringt es ja super Wetter mit heute, ne? Ah, alles gut? Ja. Bei dem Wetter immer, ne? Ja. Aha, gut. Und jetzt die Sonnenbrille sauber machen, ne? Ja, hier, die Brille. Ja, hier. Schön. Guck, jetzt ist deine Brille gleich fertig. Ja, die erste ist schon fertig hier. Durch. Tschüss. So, die erste ist schon sauber, ne? So, passt. Walter hat heute noch einiges zu organisieren. Denn morgen ist ein ganz besonderer Tag. Ja, Mittwoch. Ja, klar, und Peters Geburtstag. Ne? Walter plant eine Geburtstagsüberraschung für den kleinen Bruder. Details werden aber heute noch nicht verraten. Die Hälfte aller Menschen mit Down-Syndrom leiden unter einem Herzfehler. Viele haben schon als Kind Sehstörungen. Auch Leukämie tritt bis zu 20 Mal häufiger auf als bei gesunden Menschen. Sein Bruder Walter hat sich sein Leben lang um ihn gekümmert. So, komm her. Ich stehe auf dem Standpunkt. Es gibt geschriebene und ungeschriebene Gesetze. Und zu den ungeschriebenen Gesetzen gehört, dass wir den nächsten Verwandten, wie Eltern, Brüder, Schwestern, Kinder, wenn die Hilfe brauchen, dass man denen hilft. Und zwar ohne lange zu fragen. Oder was kriege ich dafür? Wegen Peter hat Walter nie geheiratet. Keine Frau wollte sich auf den behinderten Bruder einlassen. Es ist ganz klar, wenn man einen Kranken oder Behinderten oder einen alten Menschen in der Familie betreut, nicht, dass das auf Kosten des Privatlebens und der Freizeit geht, ist ganz klar. Nicht. Walter hat sich damit abgefunden. Er fühlt sich für Peter verantwortlich. Mitten in der Fußgängerzone wird erst einmal gefrühstückt. Eins der täglichen Rituale. Immer Butterbrot. Ich nehme immer Schwarzbrot und eine Scheibe Schwarzbrot und eine Scheibe Korinthenbrot und dann Käse drauf. Ne? Und Peter hat Butterbrot mit Leberwurst. Ne? Ich trinke Tee, ja, er trinkt auch Tee. Ne? Das muss sein. Ne? Man kann nicht mit hungrigen Magen kann man nicht arbeiten. Das geht nicht. Während für Walter die Arbeit ruft, dreht Peter seine gewohnte Runde durch die Geschäfte. Na, da bringst du ja super Wetter mit heute, ne? Ah, alles gut? Ja. Bei dem Wetter immer, ne? Ja. Aha, gut. Und jetzt die Sonnenbrille sauber machen, ne? Ja, hier, die Brille. Ja, hier. Schön. Guck, jetzt ist deine Brille gleich fertig. Ja, die erste ist schon fertig hier. Durch. Tschüss. So, die erste ist schon sauber, ne? So, passt. Walter hat heute noch einiges zu organisieren. Denn morgen ist ein ganz besonderer Tag. Ja, Mittwoch. Ja, klar, und Peters Geburtstag. Ne? Walter plant eine Geburtstagsüberraschung für den kleinen Bruder. Details werden aber heute noch nicht verraten. Schick, schick. Wow. Mensch, Peter. Hier. Wow. Läuft bei dir. Super. Sehr schick. Super aus. Du bist ein Clown. Oh Mann. Hervorragend. Ich steig ab. Am Ohren, Mann. Die Innenstadt ist für heute altpapierfrei. Weiter geht es in die Außengebiete. Für die Vollmers hat der Job eine lange Tradition.
Schon der Großvater verdiente sein Geld mit dem Handel von Pappe und Papier. Brille brauchst du nicht, Peter. Handschuhe. Der nie. Wieder ein großer Kostenpunkt. Aber Walter liebt seinen LKW. Für kein Geld der Welt würde er auf einen modernen Bock umsatteln. Robuste Technik statt Schnelligkeit. Es ist ganz klar, mit einem alten Wagen, einem sogenannten Oldtimer, die früher nicht so auf Schnelligkeit getrimmt waren, dass sie von den modernen LKW, die wesentlich schneller fahren können und auch tun, dass sie überholt werden. Aber das macht mir nichts. Wenn ich nicht so schnell fahre, kann ich einmal nach links, einmal nach rechts gucken. Und ich kann mir alle Sachen, die mich interessieren, durch den Kopf gehen lassen. Wenn die schnell fahren, dann müsste ich nur auf den Straße konzentrieren. Die Kartons müssen heute noch etwas warten. Denn zunächst gibt's für Peter die erste kleine Geburtstagsüberraschung. Wir möchten ein Buch abholen. Ja. Weil er nämlich heute Geburtstag hat. Alles klar. So, habe ich reservieren lassen für Vollmer. Ja. 19,95 Euro, bitte. Ja. So, Peter, komm her. Wo ist er geblieben? Weggelaufen. Peter. Ich hab schon einmal einen. Ah. Jetzt will ich ihm dein Buch übergeben, ist er weg. Wieder hoch. Moment. Ja. Ich kann ja schon mal bezahlen. Ja, Falle. Mama, bitte. Komm, ich will dir das Buch geben. Komm. Hier gleich, sofort. So, mein Lieber. So. Alles wieder klar. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ich will sagen, bis morgen. Ja. Bis morgen. Ne? Jo, macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, komm her. Ja, da. Komm her, jetzt kommt das Buch. Ja. Komm her. Ja. Und werd nicht albern. Blöde Frau, blöd. Ich hatte hier ein Buch liegen lassen, war eingepackt als Geschenk. Welches Buch? Auf welchem Namen war das denn? Vollmer. Vollmer? Da liegt es, da links. Hier? Ja. So. Eine Tüte noch dafür? Bitte? Eine Tüte? Oder geht das nicht? Nein, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, Peter. Ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ah! Ne? Und hier hast du ein schönes Buch über LKW. Herzlichen Glückwunsch. Herr Holland. Herr Merkel. So. Tschüss. So, bis dann. Kaffee. Jetzt geht's weiter. Der eine muss schuften, der andere lässt sich feiern. Alles Gute zum Geburtstag. Du hast ein tolles Buch gekriegt. Ja. Super. Und hast ein bisschen neugierig, musst du reingucken. Ja. Du bist auch so. Und du feierst heute richtig Geburtstag, ne? Ja, gut. Kommst du ins Fernsehen? Ja. Ja, du hast es gut. Ah! Na? Hi, Peter. Ja, ihr Lieben. Alles gut bei dir? Ja. Hallo. Na? Alles Gute. Ne? Jo. Walter wäre gern Historiker geworden. Doch wegen Peter ist sein Leben anders verlaufen als geplant. Denn eigentlich wollte er mal auswandern. Nächste Kunde, ein großer Supermarkt. Seit 1982 kommen Walter und Peter hier regelmäßig vorbei. Moin. Peter ist nie zur Schule gegangen. Damals wurden Menschen mit Down-Syndrom noch nicht gefördert.
In einer Werkstatt für behinderte Menschen fühlte er sich nicht wohl. Blöd dort, so seiner Meinung nach nur einem Tag. Ja. So wieder. Ja. Hast du deinen Beutel schon? Ja, 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 ja. Wo liegt der denn? Hat Walter den? Da, komm mal da. Ja, ich schau mal eben nach. Eine Küche, Ballack. So, wir kommen hier einfach uns ein Lunchbucky. Das ist ein Ritual. Kleine Tüte, Joghurt, ein bisschen was zu trinken. Und was er am liebsten mag, so irgendwann in der Mittagszeit, ist ein kleiner Bohnenkamp. Rituale, die Peter den Alltag erleichtern. Denn in gewohntem Umfeld fühlt er sich am wohlsten. Doch das Wichtigste ist der große Bruder. Ja, ich hoffe, dass Walter noch fit bleibt. Er ist ja längst über das Rentenalter hinausgewachsen, aber ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird er noch für uns zuständig sein dürfen. Ich bin da viel lieber unterwegs, als dass ich da am Schreibtisch sitze und gucke aus dem Fenster. Was sehe ich dann von der Welt? Nix. So. Tüte habt ihr? Wunderbar. Das war der erste Streich. So. Habi? Ja. So, komm her. Ja. Weiter geht's. Köckel! Runterbleiben! Ja! Bis nächste Woche! Voll beladen geht es zurück nach Hause, nach Bad Bergen. Es ist wieder später Mittag geworden. Die Schwestern Heide und Eva haben das Essen bereits vorbereitet, so wie jeden Tag. Die beiden helfen, wo sie nur können. Sie kochen und machen den Haushalt, um den Brüdern den Alltag zu erleichtern. Peter ist beim Essen wählerisch, lieber süß statt Eintopf. Nein, 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 nur ein bisschen. Nein, nein. Peter, nur ein ganz bisschen. Wie? Das willst du essen? Ja. Und kein Gemüse? Nee. Peter, das ist ein ganz klarer Fall. So, es werden alle Wünsche erfüllt. Ja. Bitte. So, wo wolltest du es jetzt hinhaben? Ja, das mal auf dem runden Tisch. An dem runden Tisch willst du jetzt. So, also. Während Peter bereits den Feierabend genießt, muss Walter noch mal ran. Pappe abladen und zu Ballen pressen. Rund 100 Euro pro Tonne bekommen die Brüder für das Altpapier. Den Hof mit den Hallen haben sie vor 30 Jahren gekauft. Damals lief das Geschäft mit dem Papier noch deutlich besser. Damals waren aber auch die Maschinen noch neu und die Energiekosten wesentlich geringer. Doch stöhnen hört man einen Vollmann nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bedauere nur die reichen Leute. Die haben ja keinen Hunger mehr. Immer kein Appetit. Die können sich alles leisten, ja. Und wissen vor Langeweile nicht, was anfangen sollen. Und wenn sie irgendwo hingehen, die Gesellschaft, die Leute, die da sind, die kennen sie sowieso schon alle. Du kannst mal eine Rollbox nehmen und da hinten die Säcke herholen. Mm. Ja, ja. Dummheit nach dem Kopf, ja. Wow. Läuft bei dir. Mit ihrem 40 Jahre alten LKW sind Peter und Walter Vollmar täglich unterwegs. Ja, du machst die Zeitung mal auf. Ja. Papi. Wer ist das? Papi. Nein, nein, nein. Die beiden verdienen ihr Geld mit dem Einsammeln von Altpapier und Pappe.
Papi! Du sollst nicht Papi sagen. Du weißt genau, wie ich heiße. Da kommen die Leute immer an, auf der Straße fahren. Ihr Sohn kann aber schön mithelfen. Ich sage, da ist nicht mal so, das ist mein jüngster Bruder. Aber hat sich letzte Zeit so angewöhnt. Haupteinsatzort, die Innenstadt von Osnabrück. Hier fällt massenhaft Altpapier an, das die Vollmers dann weiterverarbeiten und an eine große Papierfabrik verkaufen. Du kannst aufsteigen, mithelfen. Alle da? Ja, komm mal her. Alle. Walter ist 79, sein jüngerer Bruder Peter 63. Seit fast 50 Jahren sind die beiden zusammen unterwegs. Wir sehen zu, dass wir einigermaßen gesund leben. Dann geht das. Ne? Ich habe früher Sport getrieben, Leichtathletik. Und Rad gefahren. Und Paddelboot gehabt. Heute heißt das Fitnessprogramm ausschließlich frische Luft und ganz viel Papier sammeln. Die auf dem Sofa setzen und Fernsehen gucken. Total verkehrt. Peter, wie läufst du denn wieder rum? Du musst du deine Hose zumachen. Hast du das vergessen? So. Komm her. Ganz alleine. Er ist letzte Zeit vergesslich geworden. Und schwerhörig. Aber es sind alles Erscheinungen, kann man nichts mehr machen. Peter hat das Down-Syndrom. Dass er damit jetzt kurz vor seinem 64. Geburtstag steht, hätte vor Jahren kaum einer geglaubt. Hier, hol die Sackkarre. Peter, hol die Sackkarre. Da. Hallo, geil. Hat Pechlau. Jetzt ist er kontaktfreudig, ne? Und das hat ihn ja auch genützt, deswegen ist er ja auch so alt geworden. Nicht? Wenn Sie bedenken, diese Menschen, diese behinderten Menschen, die wurden früher versteckt und wurden 30 Jahre alt oder später 40 oder 50 und dann war es auch meist vorbei. Nicht? Na? Peter, nur zwei nehmen, nimm den oben runter. Also, Pechlau. Das ist zu viel. Peter ist einer von 50.000 Menschen in Deutschland, die das Down-Syndrom haben. Ein angeborener Fehler im Erbgut. Peter hat Glück, dass er mit seinen 63 Jahren noch so agil ist. Rund. Es kann am Tage meinetwegen alles sein. Ob das heiß ist oder kalt oder trocken oder nass, ob es regnet oder Sonne scheint. Ob sauber oder dreckig, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber eins darf es mit Sicherheit nicht sein. Es darf nicht langweilig sein. Das tötet. Das tötet den Verstand und den Menschen. Eine 50- bis 60-Stunden-Woche und das mit fast 80 Jahren. Dabei ist er nicht mal darauf angewiesen, denn Walter bekommt Rente und hat auch sonst finanziell vorgesorgt. So, Ende der Vorstellung. Los! Im Urlaub. Frech, Maul! Wer war denn frech? Eva oder Heide? Hä? Wer war frech? Eva oder Heide? Heide! Heide war frech? Ja, das sind Frauen, da kannst du nichts mehr machen. Blöd! Die wollen reden. Wenn die nicht reden können, sind die nicht gesund. Aber abgesehen davon, Männer reden auch viel und gerne. Ich habe hinter meinen rauen Äußeren, was ich manchmal auch habe, ne, aber nicht zeige, habe ich immer noch ein weiches Herz. Ne. Das darf man aber heute nicht haben. Jedenfalls nicht zeigen. Ich, aber auf jeden Fall wollte ich nicht zulassen, dass der Peter in den Heim abgeschoben wird. Kacke! Was ist denn? Ein Biest! Wo ist ein Biest? Ja, blöd! Wo ist ein Biest? Da hier, da!
Da ist ein Biest. Ja, ein Frei. Ein Bissel. Und bissig. Ja. Na ja, auf jeden Fall, das wollte ich nicht zulassen. Dann würde er schon gar nicht mehr leben. Und ohne ich. Und Bad. Was passt? Du. Du, ich und du. Ja. Wir beiden passen zusammen. Ja, schön. Damit der Mensch auf andere Gedanken kommt. Der nächste Morgen. Peters Geburtstag. In Sachen Geschenke muss er sich noch etwas gedulden. Wie jeden Tag sind die Vollmars seit 5:30 auf den Beinen. Ich gehe morgens immer einmal drum zu und gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist wichtig. LKW und Anhänger sind anfällig für Reparaturen. Doch Walter und Peter haben ein Faible für Oldtimer. Denn Sicherheit ist oberstes Gebot auf der Straße. Aha, hier habe ich schon den ersten Punkt gefunden. Die dürfen hier nicht liegen bleiben. Zum Fuhrpark gehören insgesamt 5 LKW, alle aus den 70er Jahren, alle mit Mercedes-Stern. Für heute gibt's nichts weiter zu beanstanden. So, aber nun fangen wir an. Drei Container plus Anhänger muss der Oldtimer ziehen. Schluckt dabei mindestens 30 Liter Diesel auf 100 Kilometern.